Hallo, wir sind die Pinguinfamilie. Aua! Hey, unser Bruder! Was soll das denn, Yoshi? Es tut mir leid. Katztastisch! Begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Yoshi's Island! Hier auf dem Katze-Kinderkanal. Juhu! Folge 20! Und zwar geht es weiter mit Lift Ballett. Das ist doch mal ein toller Titel für ein Level. Und jetzt geht es hier auch direkt nach links statt wie gewohnt nach rechts. Und von dort aus steigen wir weiter den Gipfel hinauf. In der letzten Folge sind wir nämlich zu den Möwen gekommen, die uns den Weg nach oben gezeigt haben. Das heißt, wir sind auf dem Weg über die Wolken hinaus zum großen Berg und damit auch zum Schloss des großen Bosses auf Level oder aus Level 5 oder Welt 5. Und den werden wir auch heute zu Gesicht bekommen. Mal sehen, was das für einer sein wird. Der lebt zumindest ganz weit oben auf dem Schloss, irgendwo ganz weit oben auf dem Gipfel. Mal sehen. So, und jetzt machen wir jetzt hier die letzten Schritte. Schaut mal, es gibt hier sogar kleine Planeten. Nein, wir sind natürlich noch nicht im Weltall, aber auf diesen kleinen Planeten laufen Pinguine herum. Ob das wohl etwas zu bedeuten hat? Oh, Achtung. Okay, tschüss, Pinguin. Quack, quack. Machen Pinguine Quack, Quack? Ich glaube, Quack, Quack machen jetzt nur Frösche, oder? Quack, Quack. Rabbit, Rabbit. So machen Frösche, glaube ich. Rabbit, Rabbit, Rabbit. Und die kleinen Vögelchen, schaut mal. Quick, quick, quick. Wie sie hier rumspringen. Und wir verlassen so langsam auch die Gipfel. Wir sind jetzt irgendwo in der Luft. Schaut mal, es wird auch langsam Abend. Das habe ich euch ja in der letzten Folge erzählt. Im Spiel wird es immer dunkler. Also wir haben den Schneebereich. Wir haben auch wirklich schwere Schneestürme überlebt. Und durchstriffen, kann man das so sagen? Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall sind wir jetzt ganz weit oben und hier wird es immer spannender. Meine Lieben, hier kommt der Hinweis, wenn euch das Video gefällt, hinterlasst doch einen Daumen hoch und abonniert den ganzen Kinderkanal, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Das war jetzt knapp. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen und dann seid ihr auch immer up to date sozusagen und verpasst auch keine lustigen Videos von mir. Zumindest hoffe ich, dass ihr sie lustig findet. Ist ja immer Geschmackssache. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, das sind Stacheln. Da hatte ich jetzt echt Glück, muss ich sagen. Was ist denn da drin? Ein paar Sternenkinder. Gibt es da oben noch etwas, was ich jetzt verpasst haben könnte? Ja, das habe ich jetzt etwas vermasselt, muss ich ehrlich zugeben. Vielleicht sollte ich nochmal das Bonuslevel angehen, weil ich glaube, da gibt es etwas, was ich mir holen sollte, wenn ich 100 Punkte erreichen möchte. Ich glaube, da oben sind rote Münzen oder eine Blume. Na hoppla, das ging jetzt etwas schief. Hey Möwi. Aua, nein, bitte nicht schon wieder auf meinen Kopf. Ich mag das doch nicht. Entschuldigung, Möwi. Danke. Okay, jetzt auf ein neues. Diesmal funktioniert das aber. So. Jetzt springen wir hier vorsichtig von Stein zu Stein. Genau so soll es... Aha, seht ihr mal. Eine Blume. Und die hätte ich sonst verpasst. So, was gibt es hier? Münzen, ganz viele Münzen. Wahrscheinlich 100. Na, nicht ganz, sonst hätte ich jetzt ein Leben bekommen. Aber bestimmt um die 70 Münzen waren das jetzt. Kann ich mir zumindest vorstellen, oder? Oder vielleicht nicht? Ihr könnt ja mal schätzen. Ich glaube, wir werden das nie herausfinden, außer irgendjemand, was ich mir aber nicht vorstellen kann, schaut sich das Video an, pausiert immer und zählt alle Münzen durch. Wer weiß, vielleicht macht das ja jemand. So. Dann springen wir hier mal vorsichtig weiter. Übrigens sind das Yoshi-Münzen. Wenn ihr ganz genau darauf achtet, ist da der Kopf von Yoshi abgebildet. Wenn auch sehr abstrakt. Aber schaut mal da drauf. So, hallo Pingus. Aua, nein. So, mal sehen, was da ist. Das führt uns vielleicht noch zu einem Bonuslevel oder zu... Ah, zu einer Blume. Okay. Und jetzt geht es wohin? Ah, perfekt. Direkt zur nächsten Plattform. Hallo Yoshi, wir sind's, die Pinguinbrüder. Okay, hallo, tschüss. Okay, tschüss. Komische Kauze. Aha. Ui. Und hier geht's weiter. Ah, ja. Stopp, stopp, stopp. Nicht so weit. Sonst verpasse ich noch was Wichtiges. Was gibt es hier für verschiedene Plattformen? Ich weiß gar nicht, welche Plattform wir jetzt... Oh, jetzt haben wir zwei Plattformen gleichzeitig, die hier unterwegs sind, die sich hier bewegen. Und zwei Steine, die jetzt runterstürzen. Okay, und von da aus geht's jetzt rüber. Yay! Und hier sind wieder diese Blechdosengegner. Bang, bang, hallo. Aua, nein! Bitte nicht schubsen, Yoshi. Tschüss.
Nein, nicht schubsen, Yoshi. Tschüss. Oh ja, ich bin so fies. Okay. Oh, Shy Guys. Oder zumindest einer. Und bang. Oh. So, jetzt haben wir es geschafft. Was ist da drin? Sternenkinder. Yay. Und wir können jetzt hier weiter. Moment. Wir sollten trotzdem vorsichtig sein. Hier schweben die ganze Zeit Möwen um unsere Köpfe herum. Okay, das haben wir doch schon mal gut gemeistert. Das heißt, wir können es in den nächsten Abschnitt. Mal sehen, wie dieser sein wird. Jetzt geht's erstmal ganz gemütlich hier mit dieser Plattform nach unten. Okay. Und natürlich haben wir es direkt mit einer fleischfressenden Pflanze zu tun. Aua, Yoshi, was soll denn das? Entschuldigung. Aber wir wollen da durch. Und du spuckst hier mit irgendwelchen Dingern. Wow. Jetzt habe ich hier erstmal schön Platz gemacht. Das sah nicht schlecht aus, möchte ich mal sagen. Und rein mit uns durch die Röhre. Nächster Abschnitt. Hier gibt es erstmal einen Sternenring. Den nehmen wir gerne mit. Damit hätten wir 30 Sternpunkte. Und flattern jetzt schnell durch die Gegend. So, aber ich glaube, wir sollten ein paar trotzdem berühren. Die Steine, und das ist das Problem hier in diesem Abschnitt, der ist ziemlich gefährlich. Die Steine fliegen dann nach unten, wenn wir sie berührt haben. Das heißt, sie sind etwas wackelig. Deswegen flatter ich, bevor ich hier den Boden berühre, nur um sicher zu gehen. Und in der Hoffnung, auch nichts zu verpassen. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts verpasst. Man kann ja nie wissen. Okay, jetzt muss ich hier auch schnell sein. So. Und darüber. Und oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Moment, Moment, nicht so schnell. Sehr gut. Dann hier schnell hoch. Von Plattform zu Plattform zu Plattform zu Plattform. Und die Sterne im Hintergrund, auch wunderschön gemacht. Also, an sich nichts Besonderes, einfach nur Karos, meine ich. Karos? Ihr wisst schon, was ich meine. Karos, ja, eigentlich Karos. Aber trotzdem wunderschön gemacht. So, Yoshi, komm hoch mit dir. Oha, Rakete. Oha. Jetzt wird's nochmal am Ende ziemlich gefährlich, aber da vorne ist schon das Ziel. Ich kann's sehen, ich kann's sehen. Und? Haben wir 100%? Haben wir. Toll. Super toll. Yay, geschafft. Wuhu! Und gibt es noch ein Bonuslevel für uns? Ja, juhu! Sehr toll, ein Bonuslevel gibt es natürlich auch noch für uns. So muss es sein. Mal sehen, was wir bekommen in diesem schönen Bonuslevel. Okay, jetzt wird es also nochmal richtig spannend für uns. Was gibt es denn heute? Roulette. Setze die Yoshis mit dem Steuerkreuz ein und drücke Start und bla 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 bla. Ja, wissen wir alles bereits. Das heißt, in diesem Fall beobachten wir das Ganze und setzen wieder, ich würde sagen, weil wir 225 Leben haben, wieder 99 Leben ein. Mal sehen. Bitte kein mal 0, das wäre schrecklich. Mal 3 wäre am besten. Aber ist, glaube ich, schwierig zu bekommen, weil es nur eine 3 gibt. Plus 0. Das heißt, wir haben nichts gewonnen, aber auch nichts verloren. Jetzt hören wir uns tausendmal dieses Geräusch an. Ja, das, da müsst ihr jetzt durch, meine Lieben. Seid mir nicht böse. Seid nicht traurig. Da müssen wir jetzt durch. La 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 la. Schönes Lied. Oh, Mensch. Okay, jetzt geht es in das Schloss und das wird jetzt super, super, duper spannend. Der wahrscheinlich spannendste Bereich. Albroxas Schloss, so heißt das Level. Schloss schreibt man nach der neuen Rechtschreibung mit Doppel-S. Bitte orientiert euch da jetzt nicht am Spiel. Schloss hat man damals mit einem scharfen S geschrieben, heute schreibt man es mit Doppel-S. Ui! Okay, und jetzt geht es mit vollem Karacho in das Schloss. Schaut mal, wir sind jetzt noch ganz, ganz weit oben über den Wolken und jetzt geht es in das Schloss mit diesem Plattformkatapult. Oh, upsala. Schaut mal, man sieht schon den Mond, man sieht schon die Sterne, wir sind irgendwo fast schon im Weltall. Total verrückt. Okay. Und hier wartet ein ganz besonderer Gegner auf uns. Man könnte sagen, gefühlt ist das der letzte Gegner in Yoshi's Island. Und nein, danach ist das Spiel noch nicht vorbei, aber so zwischen Welt 5 und Welt 6 passiert noch etwas. Was genau, werdet ihr aber noch im Video sehen. Autsch! Die haben mich mit dem Morgenstern erwischt. Achtung, ich werfe hier mit dem Morgenstern, ich bin ein Hammerwerfer. Oder soll ich sagen, Bumerangwerfer? Autsch!
Naja, Bumerang war das jetzt nicht. Ein Hammer- oder Morgensternwerfer. So, Achtung. Oh nein, nicht wieder diese Kakteen. Die sich da aufplustern. Nein. Hört doch auf. Hört doch auf, ihr Fieslinge. So, weißt du was? Ich hau dich da jetzt runter. Na, dich erwische ich jetzt nicht mehr. Egal. Zack, bum, bam. Sternenkitz. So, dann esse ich hier natürlich ein paar Scheigeist, damit ich wieder einen kleinen Eiervorrat habe. Und, oh, oh, was ist da oben? Eine sich bewegende Rakete, die über alle Ecken fliegen kann. Na, ich bin's. Der wilde Billy. Und ich werde jeden treffen, den ich sehe. Aua! Tja, Billy. Unterschätzt niemals einen Yoshi. So, wo muss ich denn hin? Da nach links oder da hoch? Ich weiß es nicht. Ich brauche auf jeden Fall einen Billy. Billy, komm mal hoch! Okay. Hallo, ich bin's, Billy. Billy die Rakete. Billy, wo gehst denn du hin? Toll. Dann, nochmal bitte. Billy. Billy. Ach, Billy. Billy, was soll... Oh, jetzt, perfekt. Danke, Billy. Genau da wollte ich hoch. Ah, perfekt haben wir das gemacht. So. Jetzt gibt es hier noch Shy Guys. Kann ich da runter? Wahrscheinlich nicht. Nein, geht nicht. Okay, da nehmen wir die Eisbl... Oh, wisst ihr was? Da fällt mir gerade was ein. Hier gibt es in diesem Level noch eine Verwandlung. Und zwar in... Ich verrate es nicht. Aber die Verwandlung kennt ihr. Ich weiß gar nicht, ob die Verwandlung bei euch beliebt ist. Oh, da fällt mir ein... Moment. Ich stelle euch die Frage, wenn wir die Verwandlung gesehen haben. Ihr könnt euch vielleicht schon denken, was ich fragen werde. Aber mal sehen. Und ich bin gespannt, was eure Antwort dann im Video sein wird. Kanon meine ich. Kanon. Autsch. Autsch. Fies. Seid so fies. Warum? Och Mann. Komm runter, Mario. Und jammer nicht die ganze Zeit. Och Mann, das ist doch nervig. Vor allem kann man diese nur mit den Eisdingern kaputt machen. Toll. Na egal. Ja, ich muss aufpassen, aber ich muss jetzt da irgendwie hoch. Das heißt, ich brauche einen Shy Guy. Zumindest wäre das das Beste für mich. Weil ich glaube, auf diesen Gegner kann man, glaube ich, gar nicht springen, oder? Kann das sein? Oh, doch, kann man. Das ist gut, aber es reicht mir irgendwie nicht. Ich brauche nochmal einen Shy Guy. Hey, Kollege. Oder ich nehme die Rakete. Egal, Shy Guy tut's auch. Aber ja, die Rakete würde auch passen. Oh, oh. Egal, Shy Guy, du brauchst uns. Ich meine, wir brauchen dich. Och Mann, die erwischt uns immer, diese Kanone. Jetzt schnell hoch, sehr gut. So, ja, der Trick ist einfach, den kennt ihr aber auch schon, weil ich den immer wieder einsetze. Moment. Yoshi ist ein Naturwunder. Er kann den Pfeillift in den Mund nehmen und an anderen Stellen wieder ausspucken. Ja, das wissen wir bereits. Ja, der Trick ist nämlich, dass wenn man auf Gegner springt und dann den Sprung beibehält und flattert, kann man viel höher flattern. Und das mache ich mir dann gerne zunutze, wenn ich höher gelegene Plattform, ouch, erreichen möchte. Oh Mann, diese Raketen sind überall. Und ich sag ständig Raketen, ich meine Kanonen. Oh Mann, oh, ich will hier weg. Ah! Hier ist super, super gefährlich. So, mal hoch mit uns. Hört auf zu schießen. So, jetzt will ich da aber durch. Komm. Ich hoffe, da ist jetzt nichts hinter den Steinen, weil ich möchte die jetzt ungern kaputt machen. Da habe ich jetzt einfach keine Lust dazu. Lasst uns lieber mal weiter durch die Röhre. Okay, nächster Abschnitt. Uiuiui. Man sieht schon, man ist irgendwo ganz weit oben. Als wäre schon, man schon im Weltall. Aber das sind wir immer noch nicht. Sonst bräuchten wir einen Raumanzug. Und das hat, wie ihr sehen könnt, Yoshi ja natürlich nicht. So, hallo Möwi. Und noch ein Möwi. Ich nenne sie immer Möwi. Also eine Möwe natürlich. Es tut mir leid. Möwe heißt das Ganze. Also heißt das Tier und nicht Möwi. Nur Möwi ist die Verniedlichung. Hallo, wir sind die Pinguinfamilie. Aua! Hey, unser Bruder. Was soll das denn, Yoshi? Es tut mir leid. Schon okay. Er kommt bestimmt wieder. Denke ich auch. Ich habe ihn da nur schlafen geschickt. So. Durch die Röhre. Ab geht's. Was haben wir denn hier schön? Das war ein Abschnitt. Aha. Ah, diese Plattform. Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, diese Plattformen bedeuten auch, dass wir fast beim Gegner sind. Und damit auch am Ziel unserer kleinen Reise hier in Welt 5. Danach können wir uns dann in Welt 6 stürzen. Und Welt 6 ist die letzte Welt in diesem Spiel.
Aber nein, so schnell geht es noch nicht, denn es gibt ja noch die Verwandlung, von der ich gesprochen habe. Ich glaube, die ist hier. Oder? Ja, die ist hier. Und ihr könnt schon sehen, es ist der Zug. Es ist die Lokomotive. Und jetzt bin ich endlich an dieser Stelle, wo ich euch die Frage stellen kann. Meine Lieben, was ist eure Lieblingsverwandlung in Yoshi's Island in diesem Spiel? Ist es das Auto? Ist es die Lokomotive? Ist es das U-Boot? Der Helikopter? Oder ist es vielleicht der Maulwurf? Schreibt mir euren Lieblingscharakter, eure Lieblingsverwandlung unten in die Kommentare rein. Würde mich extrem interessieren. Und wenn ihr mich fragt, was meine Lieblingsverwandlung ist, lasst mal überlegen. Also ich glaube, wir waren oft, zumindest am Anfang jetzt nicht mehr so oft, wir waren oft als Maulwurf unterwegs. Das Auto waren wir nur einmal, das war eigentlich ganz cool, aber... Ja, das U-Boot war auch lustig. Der Zug, naja, da ist man auf diesen kleinen Schienen unterwegs, wie hier zum Beispiel. Und dann gibt es noch den Helikopter, der so schwer zu lenken war. Ha. Gar nicht so einfach. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich sagen, dass mir am liebsten die Helikopterverwandlung gefällt. Die macht richtig viel Spaß. Also da habe ich echt Lust und Laune. So ein bisschen fliegen... Wohin man möchte, man ist da völlig frei im Spiel. Natürlich fokussiert man sich dann auf die Münzen, wie ich in dem Fall immer. Aber, nee, also toll. Also ich mag's. Aber ich bin gespannt, vielleicht sagt ihr, boah ja, der Helikopter ist ganz nett, aber weißt du was, Katze? Ich bin ein großer Fan von der Lokomotive, denn die ist super lustig gemacht. Die ist spaßig. Die sorgt für gute Laune, die ist irgendwie lustig. Oder ihr sagt, ja, das Auto, das kam nur einmal vor, aber ich erinnere mich noch gut an Folge... Welche waren das? Ich glaube Folge 7 oder 8, da kam das Auto vor. Vielleicht sagt ihr das und sagt, ja, das Auto, das war lustig, das hat Spaß gemacht. Das war ein richtig gutes Abenteuer. Oder ihr sagt, na, ich bin eher so der Typ, der dann gerne, ja, Tiere mag und deswegen mochte ich den Maulwurf viel mehr. Ich weiß es nicht. Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Okay, Yoshi verwandle ich erstmal zurück, mein Guter. Denn wir müssen jetzt durch das Tor. Denn unser großer Gegner wartet schon auf uns. Der hat schon Kekse vorbereitet. So, oh, wann kommt mein Gast Yoshi? Ich habe schon ein paar Kekse vorbereitet und leckere Milch. Milch und Kekse, ja, das klingt doch mal gut. Ich würde die Milch gerne in die Kekse tunken. Was erzähle ich denn da? Ich würde gerne die Kekse in die Milch tunken. So rum. Die Milch in die Kekse tunken. Wie soll das gehen? Hallo, ich bin's. Die dicke Möwe. Hallo, ich auch. Die dicken Möwen sind wieder unterwegs. Das sind Drillinge. So, und hier sind noch ein paar Babymöwen. Die machen hier alle einen Spaziergang. Gut, macht doch, was ihr wollt. Jetzt habe ich den nach oben geworfen, gespuckt. Das war jetzt nicht so toll. Egal, passt. Wir lassen die eine jetzt so rumlaufen und kommen zum großen Gegner. Und er ist super toll in Szene gesetzt. Ihr werdet ihn lieben. Es ist ein Pinguin. Das ist der Bruder von vorn. Hallo, ich bin's wieder. Der Manuel. Hallo, Manuel. Du wirst hier nie wieder herauskommen. Gleich wirst du Sterne sehen. Los, Manuel, mach ihn platt. Warum denn? Kamek, was machst du mit mir? Oh oh, Manuel wird jetzt größer. Zack. Gar nicht so groß, aber... Aua, er hat uns geschubst. Wisst ihr wohin? Auf den Mond. Er schubst uns von seinem Schloss auf den Mond. Richtig gesehen, wir kämpfen jetzt wirklich auf dem Mond gegen Manuel, den Pinguin. Ja, eigentlich heißt er Abroxa. Das Level heißt er Abroxa Schloss. Ach, nenn mich doch gerne Manuel. Manuel ist mein Spitzname. So, jetzt dreht sich die ganze Welt, denn wir laufen einmal um den ganzen Planeten herum. Und der Trick an dieser Sache ist, ihr seht ja diese Pfähle. Und man muss die immer so reinstampfen, damit sie den lieben Abroxa... Nenn mich doch Manuel! Ich meine, damit wir den Manuel erwischen. Und wenn wir ihn erwischen, dann wird er sauer. So wie jetzt. Und dann sprüht er mit diesen Funken. Hey, bleib stehen! Ach, Abroxa. Nenn mich nicht mehr Abroxa. Nenn mich Manuel. Ach, jetzt hab dich doch nicht so. Warum ist er denn jetzt so sauer? Du hast mir wehgetan. Ja, aber nur weil du mir wehtun möchtest. Ich meine, man soll nicht zurückhauen, aber man muss sich auch wehren können. Und ich sag immer, wenn du mir nichts tust, dann tue ich dir auch nichts. Aber du hast angefangen. Dann musst du mit den Konsequenzen leben. Und ich kriege es gerade nicht besser hin, den lieben Manuel zu erwischen. So, Manuel. Aua.
Jetzt will ich aber richtig wütend. Oh oh. Der Manuel flippt jetzt aus. Nenn mich nicht mehr Manuel. Moment. Ja, richtig so. Okay, tschüss, Manuel. Jetzt haben wir ihn. Das war übrigens das letzte Level mit dem dunkelblauen Yoshi. Das heißt, wir müssen uns in diesem Spiel oder in diesem Level leider vom dunkelblauen Yoshi verabschieden. Danke für deine Hilfe, für alles. Der dunkelblaue Yoshi werden wir nie wiedersehen. Zumindest nicht mehr in dem Spiel. Vielleicht in einem anderen Yoshi-Spiel, wenn ihr möchtet, aber nicht mehr in diesem. Oh, dunkelblauer Yoshi. Denn in der nächsten und letzten Welt spielen wir am Ende nochmal mit dem grünen Yoshi. Ich weiß nicht, warum das so gemacht wurde. Wahrscheinlich, weil das der Haupt-Yoshi ist, aber... ja, das war's mit dem dunkelblauen. 100 Punkte! Und Manuel oder Abroxa, wie auch immer. Der Pinguin auf jeden Fall. Oh, perfekt! Endlich mal. Der liebe Pinguin ist jetzt auf dem Mond und fristet dort sein Dasein. Aber Achtung, es geht noch weiter. Ich habe euch ja vorhin angekündigt, dass zwischen Welt 5 und Welt 6 noch etwas passiert. Achtung, jetzt wird's spannend. Schaut euch jetzt mal den kleinen Yoshi an auf der Karte. Der lief hier unten vorbei, also da unten seht ihr ihn ganz unten. Dann hat er angefangen, durch die Schneewelt zu laufen, so dü-dü-dü, ist den Gipfel empor geklettert. Dann waren wir in Level 5 mit den Möwen, dann waren wir irgendwann im Schloss und dann zack, im Schloss, beziehungsweise dann auf dem Mond, haben wir für Recht und Ordnung gesorgt. Und damit haben wir überall auf der ganzen Yoshi Island Karte eine Flagge von Yoshi gesetzt. Aber Achtung, denn jetzt verlassen wir Yoshi's Island und kommen in eine neue Welt. Aber hier wird es nur eine Welt geben. Wir kommen direkt in das Schloss von Bowser. Also in der Mitte ist unser Ziel. Das heißt, wir laufen nicht mehr außen rum, sondern direkt ins Ziel. Letzte Welt für uns. Und die letzte Welt starten wir in der nächsten Folge. Ich sage danke fürs Zusehen. Rechts unten kommt ihr zur nächsten Folge von Yoshi's Island. Rechts unten gibt es einen Videovorschlag. Einfach drauf tippen und ihr kommt direkt zu den Videos. Ansonsten, vergesst bitte nicht den Kanal zu abonnieren, sonst verpasst ihr lustige und spannende Videos. Tippt dazu links auf das Katzensymbol, wo der rote Pfeil zeigt und dann auf Abonnieren. Das würde mich super, super freuen. Also, bis dann.